Wir entscheiden, wer lebt. Kann ich helfen? Ich suche einen Drell namens Thane Krios. Wir haben einen Drell, aber der heißt anders. Er wurde verletzt. Stichwunde. Er ist häufig hier Patient. Schon gut, schon gut. Ich verstehe. Die Ärzte konnten die Wunde schließen und versorgen. Allerdings, Mr. Krios hat das Kepral-Syndrom im Endstadium. Das Kepral-Syndrom verhindert, dass sein Blut Sauerstoff transportiert. Und er hat viel davon verloren. Er hat zwar Transfusionen bekommen, aber der Vorrat an Drellblut auf der Citadel war ehrlich gesagt sehr begrenzt. Ich besorge mehr. Welche Blutgruppe? Das wird nicht funktionieren. Nur ein anderer Drell auf der Station passt. Und der ist gerade bei ihm. Wir haben bei der Operation alles getan, aber sein Körper kann verlorenes Blut nicht ersetzen. Der Schock war zu groß. Sein Sohn Kolyat. Er ist bei ihm und nimmt Abschied. Das sollten Sie auch tun. Commander Shepard, mein Vater sagte, dass Sie nicht mehr in Haft sind. Erinnern Sie sich an mich? Ich bin Kolyat Krios. Ich wollte Blut spenden und... naja... ich sollte ihm die Sauerstoffmaske abnehmen, damit er es bequem hat. Es dauert wohl nicht mehr lange. Ihr Vater hat mit mir viele Leben gerettet. Ich würde gern bleiben. Natürlich. Ich fürchte, ich schließe mich Ihnen nicht mehr an. Sie haben mehr als genug getan, Thane. Dieser Attentäter sollte sich schämen. Ein todkranker Drell hat ihn daran gehindert, sein Ziel zu erreichen. Ich lasse es verbreiten. Etwas muss ich noch tun, bevor es schlimmer wird. Ich muss... Kalahira, Herrin der unergründlichen Tiefen, vergib mir. Kalahira, deren Wellen Stein und Sand abtragen. Kalahira, spüle die Sünden von ihm ab. Bring ihn zur Küste des unendlichen Geistes. Kolyat, du sprichst wie die Priester. Du hast Zeit unter ihnen verbracht. Ich habe ein Gebetbuch dabei. Commander, schließen Sie sich an. Kalahira, dieses Herz ist rein, aber befallen von Bösartigkeit und Konflikten. Führe es an den Ort, wo Reisende nie ermüden, Liebende nie weggehen, Hungernde nie hungern. Führe sie, Kalahira, und sie wird dir eine Begleiterin sein, wie sie mir eine war. Warum heißt es im letzten Vers Sie? Das Gebet war nicht für ihn. Er hat bereits um Vergebung für die Leben gebeten, die er genommen hat. Sein Wunsch galt Ihnen. Leb wohl. Du wirst nicht lang allein sein. Wir setzen Ihre Angriffe massiv.